Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Schwarzingen bei unserem Projekt True Farming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Donnerstag, meine Lieben. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Es geht weiter. Wir fahren jetzt endlich mal nachschauen, wie es mit dem Case aussieht, der hier notdürftig liegen geblieben ist. Der Jupp war ja losgefahren und sollte den quasi austauschen, dass der Papa Klaus erstmal weitermachen kann. Aber wir sind ja leider, beziehungsweise ich wollte noch schnell den Big M, dem Fritz, übergeben, weil keiner von der Spedition da war. Aber dann kam ja leider uns der Sheriff mit seiner Aushilfe da oder Praktikanten da in den Weg und hat uns tatsächlich den halben Tag gekostet. Absoluter Wahnsinn. Und eine Menge Geld. Das kommt auch noch dazu. Für nichts wieder mal. Für gar nichts. So, wo bin ich denn jetzt aber? Ich müsste hier hoch. Ach hier. So. Warte mal, der Jupp ist ja hier auf dem Feld unterwegs. Hau ich jetzt mal ganz kurz an. Der ist bestimmt... Ja. Der ist bestimmt, nur bedingt. Erfreut mich zu sehen. Weil den wollte ich nämlich am Feld abholen. Jupp! Jupp! Ja? Hallo! Hi. Wo warst du so lange? Ja, ich... Ach, frag nicht, was passiert ist. Ich habe... Tu ich auch besser nicht. Ich habe doch gesagt, dass ich dem Fritzel schnell den Big M übergeben will. Ja. Wo wir losgefahren sind. Und ich dich dann am Feld abholen wollte. Aha. Ja, und... Hast du gesagt, richtig. Ja, und als ich auf dem Feldweg eingebogen bin, hat der... war hinter mir Blaulicht und Sirene. Mhm. Da bin ich noch ein paar Meter gefahren und dann sind die auf einmal in so eine Laterne eingerastet. Wie jetzt? Ja, der ist mit dem Streifenwagen an die Laterne gefahren. Okay, geht's da gut? Doch, kann ich so sagen. Und dann sind die mir hinterher gefahren und haben mich quasi bei der Spedition, dann sind die dann später nachgekommen und dann haben die da einen riesen Fass aufgemacht und haben mich da einen halben Tag festgehalten. Okay. Ja, tut mir sehr, sehr leid, Jupp. Sag mal, der Pappel Klaus, der IHC, wegen dem Tausch, hat das funktioniert? Das war nicht der Pappel Klaus. Das war der Dings, meine ich, der vom Bauhof hier. Genau, Knickmeier. Der Knickmeier, genau. Der ja, das hatte soweit funktioniert. Der hatte, also bei dem war der Dieselfilter zu. Ach so, okay. Wir hatten ja noch unseren Werkstattwagen unten stehen gehabt, bei Johannes. Genau, den Transporter. Genau, den hatte ich mir eben rangeholt und habe ihn eben den Ölfilter, den Dieselfilter gewechselt. Ah, oh, perfekt. Okay, es ist das quasi erledigt. Konnte der seine Arbeit fertig machen? Genau, der konnte seine Arbeit fertig machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. In der Zwischenzeit, weil du ja ein paar Stunden weg warst, bin ich dann mit dem Wagen hochgefahren und habe dann erstmal hier wieder angefangen zu sehen. Ja, ich merke schon. Sag mal, ein Mist. Pass auf, Wiese 19 stand noch auf unserem Tagesplan. Ja, genau. Ja, pass auf, da ja Harry immer noch Polizeipraktikum macht und uns hier ein bisschen hängen lässt, pass auf, mach mal Folgendes. Ich schnapp mir gerade das Zeugs und Mäh fix die Wiese, ja, die Mähwerke. Ja, gut, alles klar. Also der Transporter ist wieder oben. Der Transporter ist wieder oben, richtig. Okay, perfekt. Gut, dann machen wir das so. Dann mähe ich fix die Wiese, dass wir das noch runterholen, bevor der Winter einbricht, ne? Ja, alles klar, damit wir das noch drin haben. Tut mir leid, Jupp, nochmal, ne? Ja, mit einer Currywurst kannst du es wieder gut machen. Ja, pass auf, gib sogar zwei aus. Currywurst und Getränk, okay? Alles klar. Gut, Jupp, dann maximale Erfolge noch, wenn was ist. Achso, hast du den Johannes gesehen? Ist der wieder da, weißt du das? Ja, tatsächlich, der sprang da rum, der kam aus dem Urlaub wieder. Ah, super, okay, perfekt. Guti, dann danke dir erstmal, Jupp, ne? Jo. Jo. Tschüss. Tschüss. So. So ein Mist, ey. Gott sei Dank. Der Jupp ist Gott sei Dank nicht allzu sehr sauer. So, da haben die das schon erledigt. Perfekt. Und der Jupp ist schon am Ansehen. Dann kann ich jetzt direkt zum Hof hochbrettern und kann dort kann dort auf jeden Fall mir die Mähwerke schnappen und kann Wiese 19 noch einmal mähen. Das ist eine gute Idee auf jeden Fall. Kriegt man das Gras nämlich noch runter von der Wiese. Perfekt. So. Ach, das ist doch ein Witz. Ey, das ist doch ein Witz. Hm.
machen die? Was machen die? Die haben so eine Langeweile. Ach, die gehen mir auf den Sack so langsam. Mal. Was steht der dort? Kann ich mir mal erzählen, was der dort macht? Ist da was? Ich fahre einfach über die Kirschplantage. Ich fahre einfach über die Kirschplantage. Danke. So. Komm, geh über den Berg. Oder ich habe sie gerade geweckt bei Mittagsschlaf oder Nachmittags Tai-Tai. Kann natürlich auch sein, dass sie sich da immer mal ein bisschen ausruhen hier auf so einsamen Feldwegen. Ja, die haben rumgeknutscht, das kann natürlich auch sein. Aber das will ich jetzt mal nicht. Das will ich jetzt mal nicht in den Raum stellen. So. Gut, fahren wir mal hier oben lang und fahren dann direkt zum Landhandel. Wir haben nämlich echt ein bisschen Druck, ey. Wir haben wirklich ein bisschen Druck. Ach, da fällt mir noch was ein. Da fällt mir noch was ein. Moment mal ganz kurz. Ich hatte mir noch eine Notiz gemacht. Ich hatte mir tatsächlich noch eine Notiz gemacht. Warte mal, ich muss mal ganz kurz in mein schlaues Buch hier gucken. Ja. Shit, ich habe was vergessen. Okay, ich habe was vergessen. Ich habe die Klappstühle vergessen. Scheiße. Ich habe die Klappstühle im Lidli vergessen. Für den Ringele. Ach, so ein Mist aber auch. Mann. Hier oben ist aber auch gut produziert. Hier oben ist aber auch gut produziert, du. Alter, verdammt. So, pass auf, da fahren wir jetzt das mit dem Lidli, ich mache jetzt erst die Visa. Ja, mit seinem komischen Klappstühlen, ich sag einfach, die waren alle. Ich sag, die waren ausverkauft, ja. War ja sowieso so eine Angebotswoche hier, ich sag einfach, die waren komplett ausverkauft. Und die Klappstühle waren alle so. Und im Frühjahr kommt, im Frühjahr, bevor die Saison losgeht, kommen wieder neue Klappstühle. Genau, das mache ich. Das mache ich. Da rufe ich, ja komm, da rufe ich den Raimund gleich mal an hier. So, da wollte der Raimund anrufen hier. Das sage ich dem jetzt. Sehr gute Idee, Miguel. Ringele. Raimund! Ja. Scheiße, ich sag dir, ein Mist. Was denn? Stand jetzt eine Stunde in der Schlange. Wo? Ja, beim Lidli. Ach ja, hast du eine Schüle gekriegt? Nee. Wieso? Ja, alle. Der letzte vor mir, der hat die letzten zwei Stühle mitgenommen. Und was mache ich jetzt? Ja, was du jetzt machst, weiß ich nicht, aber die haben zu mir gesagt, im Frühjahr, Raimund, ja. wenn die Saison wieder losgeht, haben die wieder welche im Angebot. Gehst du nochmal hin oder was? Da kannst du ja nochmal dann nachfragen, auf jeden Fall. Okay. Wenn du willst. Ach, schade, ich wollte das, vielleicht mal gucken, vielleicht kriegst du noch woanders, weil ich brauche die für die neue Villa. Ja, nee, hätte ich dir gerne mitgebracht, aber ich. Tut mir echt leid. Naja, egal, kann man nichts machen. Trotzdem, nee. Vielen Dank für die Mühen. Ja, ich würde dir nur wenigstens Bescheid sagen, ne? Naja, sicher. Alles klar, Raimund, ne? Gut. Guti, dann schönen Tag dir noch. Jo, bis dann, ciao. Tschüss. Das ist ja wohl absolut nicht in Worte zu fassen. Das, meine lieben Freunde, ist nicht um Worte zu fassen. Dass der jetzt hier... Das ist nicht um Worte zu fassen. Tja, denkt er kann jetzt was gut machen, oder was? Hä? Denkt er etwa, er kann jetzt was gut machen? Indem er hier die Wiese mäht. Von wegen. So, pass auf, ich muss aber trotzdem noch mal ganz kurz telefonieren. Ich muss nämlich noch mal ganz kurz den Peter anrufen. Ja. Nee, warte mal, den Peter wollte ich anrufen. Ich muss den Peter anrufen. So.
Peter. Wo ist mein Hacke Peter? Denn ich hacke mit Peter im... Hallo? Hallo. Peter, sei grüß. Sei gegrüßt. Was kann ich für dich tun? Servus, Peter. Folgendes. Und zwar, ich würde ganz gerne mal eine Anregung machen, Peter. Oh. Da ist eine Sache, die mir nicht so ganz gefällt. Oh. Also abgesehen, dass der Herr Bayer mal ein Aggressionstraining braucht. Ist mal ganz ehrlich jetzt, Peter, ist dir das mal schon mal aufgefallen, dass der, wie schnell der hochfährt in letzter Zeit? Herr Manus, der hat einen angebrochenen Fuß und Schmerzen. Ich glaube, das. Aber es tut ja so, als wäre ich dafür verantwortlich. Ich glaube, das ist in dem Moment wurscht, wer vor ihm steht. Da liegen einfach die Nerven blank. Ja, ich verstehe das schon. Aber der hat mich schon wieder so angeschrien, Peter. Schon wieder? So ja, wie ja. Damals im Büro? Nee, nicht ganz so schlimm. Naja, dann kannst du ja nicht. Aber es war nicht viel drunter. Okay. Aber er tut so wirklich, also der fährt hoch, der Herr Bayer. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist in letzter Zeit. Ja, der ist halt ein bisschen... Ich bin immer so nett zu dem. Ich bin immer so nett zu dem und alles. Und versuche auch immer respektvoll zu sein. Ich meine, manchmal, klar, ich bin einer, der gern dazwischen quatscht, weil ich immer, das Problem ist, Peter, ich kann mir nichts merken, ja? Mhm. So, wenn wir jetzt in Dialogen miteinander führen, ja? So, und du mir ganz viele Sachen sagst und dann so sagst, so, jetzt bist du dran mit reden, da habe ich die Hälfte vergessen. Und deswegen will ich immer... Es muss quasi gleich raus. Ja, genau. Kennst du das? Ja, das kenne ich tatsächlich, ja. Das ist ganz schlimm bei mir. Ich muss quasi immer ein Thema abhandeln. Das wäre mir immer das Liebste. Ja, aber so ist der Bayer halt nicht. Und der wird halt immer gleich... also er mag es halt nicht, wenn man ihn ins Wort fällt. Jetzt habe ich mitgekriegt. Das ist so ein Autoritätsding, glaube ich. Ja, ich weiß. Aber wie kann ich... Weswegen haben sie eigentlich angerufen? Geht's um die Genossenschaft. Okay. Eigentlich geht's mir nicht um die Genossenschaft, eigentlich geht's mir um die Biogasanlage. Mhm. Ich beantrage die Schließung der Biogasanlage. Bitte? Weswegen? Warum lassen ab, Peter? Du weißt gar nicht mehr, was geht. Ja, es klingt halt erstmal, das ist erstmal ein Batzen. Also. Nee, war nur ein Spaß. Pass auf. Es geht tatsächlich um die Biogasanlage. Jedenfalls hat's damit zu tun. Mhm. Dir ist ja bekannt mit den, dass die Tonnen, also wirklich tonnenweise Mais anbauen. Ja. Und Joseph tankt gerade, dass sie tonnenweise Mais anbauen. Und die machen ja irgendwo eine Monokultur, ja? Und ganz ehrlich, ich weiß, Biogasanlage, ich weiß, die dürfen das und so weiter und so fort. Will ich auch überhaupt nicht reinhageln, ne? Mhm. Darum geht's nicht, aber weißt du, was mir es geht, Peter? Was denn? Ich hab, mit einem Insektenforscher telefoniert. Aha. Und es ist erschreckend, Peter. Was denn? Naja, durch diese Monokultur, durch dieses Mais, gell, durch das nur Mais und gigantische Flächen. Es werden ja bei uns in Schwarzing werden riesengroße Flächen mit Mais angebaut. Und das alles auf einem Fleck. Na. So, und die Insekten, die kleinen Tierchen, die Bienchen und so weiter, an die denkt ja gar keiner mehr. Aber das, Peter, das können wir nicht machen. Und ich hab was ausgearbeitet. Okay. Ich habe nämlich eine Idee. Aha. Wie die weiter ihren Mais anbauen können, aber die Insekten, weil ich will ja mich ja nicht streiten, ich will ja, dass es harmonisch ist hier, ne? Hm, hm. So, und will da ja auch nicht keinen Stress machen, die sollen ja trotzdem weitermachen können. Und aber den Insekten und den Bienchen wird es gut gehen und die können ja Mais weitermachen. Ja, erzählen Sie mal. Ich würde den vorschlagen, dass die um ihre Maisfelder einen Begrünungsstreifen machen und diesen wachsen lassen. Mhm. Weißt du, so eine natürliche Umgebung für Insekten halt. Ja, das kenne ich tatsächlich. Also Blümchen und so ein Zeugs halt. Genau, und dann würde ich einfach mal bei der Stadt anregen, ob man das nicht eventuell machen könnte. Dass die um ihre ganzen Maisfelder einen Begrünungsstreifen anlegen, für die Insekten halt. Herr Manus, da muss ich ganz ehrlich sagen, tatsächlich hatte ich sowas auch schon mal im Kopf und bin da schon am Ausarbeiten von dem Konzept. Ach komm, Sir. Peter, jetzt wisst ihr ja nicht die Lorbeeren hier einhalten. Ich setze ihn CC oder so. Also, ich schreibe sie mir in die Credits.
Naja, komm, pass auf, mir geht es eh um die Insekten. Wer dies lobt, kriegt es mir eigentlich völlig egal. Nein, tatsächlich ist mir das auch schon aufgefallen. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir unsere schöne Karte so anschaue, was aktuell angepflanzt ist, beträgt das ja nur ein Viertel von Schwarzingen. In Anführungsstrichen nur ein Viertel. Ja, ja, nur ein Viertel. Nur 25% von ganz Schwarzingen ist Mais. Naja, 75% ist Mischkultur, das passt doch. Ja, naja, da sind aber 25% weniger Lebensraum. Nein, tatsächlich sind mir unsere Bienchen auch wichtig, weil ohne Bienen gibt es auch uns nicht mehr. Ja, richtig. Peter. Ja. Vielleicht ist nur ein Vorschlag. Und ich würde auch zur Güte anbieten, dass ich absolutes Stillleben wird. Du wirst, Peter, du wirst den Miguel im absoluten Stillleben erleben. Aber vielleicht könnte ich ja eine Sozialstunde abbauen und könnte einfach mal mich mal dahinter stellen und könnte mal schauen, gerade bei so einer Sache, wie man da so macht und verwaltungstechnisch und wie das dann so abläuft. Nur schauen. Kein Wort, kein Wort. Ich mache einen Schlüssel, zack, schließ ab, gib dir den, steckst du in die Tasche. Und als wenn du mir den Schlüssel wiedergibst, macht der Miguel seinen Mund wieder auf, ja? Naja, das ist ja tatsächlich so, also das, sowas mache ja ich nicht alleine, sondern das geht ja an sehr viele Stellen, wird von verschiedenen Mitarbeitern ausgearbeitet, da ist der Stadtrat mit involviert, da sind mehrere, ich hole mir auch Expertenmeinungen ein und so weiter. Dann letztendlich am Schluss habe ich quasi auf meinem Schreibtisch ein Pamphlet liegen von mehreren Seiten, das lese ich mir durch, schaue mir das an und dann entscheide ich, ob wir das so machen oder nicht. Genau, aber dann fährst du ja zu den Betroffenen, ne, und teilst dir das mit. Ja, oder ich mache eine Sitzung bei uns unten im Gemeindesaal oder sowas ähnliches, ja. Ach so. Ja gut, theoretisch, muss man ganz ehrlich sagen, ist es ja auch schon für die Allgemeinheit, ne? Ja, ich würde das auch nicht nur der Genossenschaft jetzt vorschreiben, sondern generell für alle Bauern, dass wenn Monokultur angebaut wird, dass Begrünungsstreifen da sein muss. Ja. Nee, das ist also, richtig. Wenn das man auf einer Fläche von so und so viel Hektar eine Fruchtart angebaut hat, dass man dann dafür sorgen muss, dass, ich sag mal, keine Ahnung, 2,5% oder was von der Feldfläche an Begrünungsstreifen da sein müssen. Oder da gibt es so einen bestimmten Begriff dafür, ich komm gerade nicht drauf. Ja. Nee, das ist ja eine feine Sache. Na? Weil, gut, Peter, weil dann machen das wir Problem das so, ist, oder? Wenn ich es jetzt wieder nur für die Genossenschaft mache, dann kenne ich ja die Reaktion wahrscheinlich. Ganz ehrlich, das war auch gar nicht meine Absicht. Also nur für die Genossenschaft ist natürlich Käse, weil das betrifft ja alle. Genau. Das betrifft ja definitiv alle. Ja, und deswegen ist ja nur für die Genossenschaft ist das ja absolut... Friedrich, ich bin gleich bei dir. Ja. Also generell Monokultur, aber weil die Genossenschaft halt so, also als einzige aktuelle Monokultur betreibt, finde ich, muss halt schnellstmöglich reagiert werden, weil Peter... Ja, halt, Peter, schauen wir mal, wie, Peter, ob sie das so fortführen mit der Monokultur und dann kriegen wir das bestimmt gebacken. Wegen der Sozialstunde, da kriegen wir bestimmt auch mal was hin. Oh! Nur aktuell, wusste, ist ein Herz. Bisschen, aktuell ist es ein bisschen schwierig, weil ich halt momentan sehr mit Finanzen beschäftigt bin, Steuer etc. pp. Da kann ich sie halt leider nicht mit reinschauen lassen. Oh oh. Da nichts Schlimmes für den Landhandel. Machen Sie sich keine Gedanken. Das sehen Sie dann schon, was rauskommt. Ja. Okay, na gut, Peter, will ich dich gar nicht weiter aufhalten, ne? Danke dir erstmal. Gerne, ciao. Friedrich, ich hatte hier ein wichtiges Gespräch mit dem Peter. Da geht es um unsere Insekten. Ja, so, was hast du denn? Ich wollte eigentlich nur mal fragen, wer unsere Bagger gewartet hat. Oder beziehungsweise repariert hat. Wir hatten einen. Also den Bagger mit dem Hydraulik-Desaster, den hatten wir. Aber ja, sonst haben wir, warte mal ganz kurz... Nee, weitere Bagger haben wir nicht gewartet. Also normale Wartungen. Ja, den was mit dem Radlader und mit dem kleinen Bobcat. Uff. Ist die Frage, ob das Harry gemacht hat. Weil irgendwie läuft da ja jetzt mehr Öl raus als vorher. Pass auf, Harry kommt hier gleich rumgefahren. Lass uns mal hingehen, dann müssen wir Harry fragen. Das darf natürlich nicht sein, das ist mal ganz klar. Ne? Also Öl darf da nicht rauslaufen. Übrigens unten, ja, sorry, normal, aber der Jupp, der kam ja dann direkt vorbei und hat ja den Dieselfilter gewechselt. Ja, ja, das ging eigentlich relativ flott und ich bin auch sehr zufrieden mit ihm gewesen. Ja, super, das freut mich. Also mit dem Jupp, das hat alles super gepasst, ja? Super, er ist auch sofort gekommen, alles super, er hat sofort den Fehler gefunden. Doch, echt astreiner Mann.
Ja, super, das höre ich gerne. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. So. Harry? Ja, Chef, was gibt's? Mach mal aus, komm mal raus. So, sorry, war ein bisschen laut. Hallo, Herr Paul. Hallo, Herr Knickmeier. Erklärt erstmal euers. Wir müssen unter vier Augen sprechen dann. Ja, also, und zwar habe ich Herrn Manus schon nachgefragt, wer die Bagger und den Radlader und den Bobcat gewartet bzw. repariert hat. Also Wartung und Reparatur habe ich übernommen gehabt. Auch bei dem grünen Bagger, wenn Sie den meinen. Nee, eigentlich meine ich eher den Radlader und den Bobcat, weil da kommt jetzt mehr Öl raus als vorher. Also. Okay, das ist neu, weil wo wir es bei uns fertig gemacht hatten auf dem Hof, da war alles in Ordnung. Eigentlich bin ich ja sonst immer zufrieden mit der Arbeit gewesen, aber diesmal ist echt katastrophal. Okay. Ich habe die vorhin abgeholt, wollte sie fahren und dann gleich wieder Stopp, und weil das lief unten raus. Ich weiß nicht, ob es vom Getriebe kommt, auf jeden Fall unten raus. Ich habe nichts gefunden soweit. Herr Knickmeier, da machen wir es ganz einfach. Dann bringen Sie die Maschine einfach nochmal her. Wir schauen nochmal drüber und da finden wir auf jeden Fall für beide Seiten eine gute Lösung. Ja gut, das ist dann in Ordnung. Das können wir so erstmal machen. Ne? Alles klar, wunderbar. Weil sonst war ich eigentlich mit der Erwartung von Ihnen eigentlich immer sehr zufrieden. Ne? Ja, da gibt es auch eigentlich keine Probleme, aber Herr Knickmeier, sehen Sie so, es gibt halt einfach so manchmal auch so Phasen, da ist nicht jeder ganz bei der Sache, weil er noch anderen Unfug im Kopf hat. Okay. Und wenn der sich dann um die Wartung kümmert, dann geht vielleicht mal was unter, dann wird was vergessen, zack, meine Schraube nicht richtig angezogen. Oder so, wissen Sie, weil man irgend so einen kleinen Dünches oder Gehirnfurz hat. Oder man spielt Dinosaurier mit einem grünen Bagger. Ach. Das ist auch Blödsinn natürlich. Herr Knickmeier, sehen Sie es uns nach, wird nicht wieder vorkommen, ne? Na gut, ich fahre jetzt die Sachen nochmal hoch und dann müssen Sie da nochmal drüber gucken. Aber so. Ich sag Ihnen gleich, das werden wir nicht bezahlen. Nein, 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 um Gottes Willen. Also das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Das ist überhaupt kein Thema. Da tut sich Harry direkt drum kümmern jetzt. Ja, und der Chef natürlich auch beim grünen Bagger. Leider gar nicht. Friedrich, dann fahren wir hoch und wie gesagt, wir sind dann gleich da, ne? Alles klar, danke schön erstmal. Guti. Jo, ciao. Gut, dann mähe ich mal weiter. Muss ich gar nicht jetzt hier so tun, als würdest du jetzt hier übelst noch einen wegreißen. Was denn jetzt schon wieder, Chef? Ja. Was überhaupt mit deinem Chef kannst du stecken lassen? Ach komm, jetzt hör auf. Na was war denn das für eine Show, bitte? Was denn für eine Show? Nee, war das für eine Show mit dem Bayer? Na, wir haben dich einfach nur kontrolliert. Du hast mich nicht kontrolliert, du hast dich aufgespült wie so ein Uran-Utan im Käfig. Du, Chef, hast schon wieder nur rumgesappelt. Ja, weil ihr... Und ja, springst schon wieder. Weil rumgesappelt... Das heißt Sie, Herr Manus. So würde ich nie mit dir reden. Chef, erinner dich an deine erste Kontrolle oben beim Ringele, wo wir damals gehäckselt haben. Da hast du mich auch noch kontrolliert und gefragt und auch auf der Sie bestanden. Erinner dich bitte dran. Nein, kann ich nicht. Ja, das war mir wieder klar. An sowas willst du dich immer nicht erinnern. Ach komm, Chef, jetzt ja, aber trotzdem. So. Ey, du hast mir über 5000 Euro aus der Tasche gezogen. Nee, das war dabei, ja. Nee, trotzdem. Ich müsste es dir nur übermitteln. Du weißt doch, wie man das so macht als Praktikant. Machst du das nochmal, Harry? Ich sag dir. Was denn? Chef, pass mal auf. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das hat auch einen größeren Sinn gehabt. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Lass dich da einfach mal überraschen. Mann, ey. So, ich bin ja im Schwaden. Ich mache ja, was ich bin noch. Ja, weiter. Gut, dann ran an die Arbeit jetzt hier. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Morgen haben Livestream und nicht vergessen, morgen früh um 10 geht es schon wieder weiter mit True Farming. Ja, euch einen schönen Abend noch, einen schönen Start in den Freitag. Ich hoffe, ihr habt einen entspannten Freitag und ein schönes Wochenende. Und wir sind erstmal raus. Lasst das Däumchen da. Bis dahin. Tschüss.